Willkommen bei einer neuen Folge von Quadratisch wollig warm. Ich stricke Flicken aus Wollresten und alle Flicken ergeben am Ende zusammen eine Wolldecke, die ich an eine gemeinnützige Initiative spende. Bei jedem Flicken teste ich ein neues Muster aus, einfach um mal etwas Neues zu probieren und etwas Neues zu lernen. Als erstes, wie immer, stricke ich den unteren Rand. Die Randmasche hebe ich immer ab. Jetzt stricke ich das kleine Perlmuster. Die erste Masche hebe ich ab. Dann stricke ich zwei Randmaschen rechts und jetzt immer eine rechts, eine links abwechselnd bis zum Ende der Reihe bzw. natürlich bis zu meinen Randmaschen. Das sind meine drei Randmaschen, die stricke ich rechts. Und auf der Rückrunde hebe ich die eine Randmasche ab, stricke meine zwei anderen Randmaschen rechts und jetzt stricke ich genau andersrum, links, rechts, links, rechts. Wieder bis zu meinen Randmaschen. Da sind meine Randmaschen, die stricke ich alle rechts. Masche abheben, zwei Maschen rechts und jetzt im Grunde immer das Gegenteil von dem, was ich auf der Masche sehe. Also hier rechts, links, rechts, links. Und die Randmaschen rechts. Fun Fact, das erste Wollfestival, das ich besucht habe, war das Leipziger Wollfest 2019. Da bin ich morgens mit einer Freundin hingefahren und dann abends wieder zurück. Und ich fand es richtig toll. Nicht nur natürlich, weil es da viel Wolle zu kaufen gab, sondern weil ich so viele Leute getroffen habe, die ich sonst nur über Instagram kannte. Und dann endlich mal in der Realität treffen konnte und sehen konnte. Das ist schon was ganz Besonderes und deswegen schätze ich Wollfestivals sehr. Nicht nur wegen der Wolle, die ist natürlich auch wunderbar, aber vor allen Dingen einfach wegen den Menschen, die man treffen kann. Und ich bin dann 2019 gleich zu noch einem Wollfestival und zwar bin ich nach Düsseldorf, habe da eine Freundin besucht, beziehungsweise die Freundin wohnt eigentlich in Köln und mit der bin ich zusammen nach Düsseldorf zum Wollfestival. Und das war auch nochmal irgendwie ein ganz anderes Kaliber, weil das so viele Stände waren und so viele Menschen. Aber das war toll. Ich habe es wirklich sehr genossen. Ich weiß, dass ich danach echt überwältigt und so ein bisschen reizüberflutet war. Aber das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Also, falls ihr ein Wollfestival in eurer Nähe habt, kann ich euch nur empfehlen, geht hin, trefft Leute, schaut euch die Wolle an. Es macht einfach nur Spaß. Danke, dass ihr mich und meine Wollreste auf unserer Reise zur Spendendecke begleitet. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst. Und bis zum nächsten Mal.